Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner neuen Bücherwoche mit 6 Geschichten, die ich gelesen habe, wovon ich ein Buch abgebrochen habe und eins ja nur zur Hälfte bisher gelesen habe, da ich das zusammen mit lieben anderen Menschen lese und wir uns das ein bisschen längerfristig eingeteilt haben. Ja, in der letzten Woche war bei uns noch recht winterlich das Wetter angesagt, von Schneeregen über Kälte und dann auch Sturm, während es ja dann wirklich am Wochenende schöner wurde und jetzt auch heute mit Start meines Urlaubes, also mir ist heute noch Montag, die Sonne scheint gestern und heute, muss heute ein richtig schöner Tag werden, deswegen ich jetzt dachte, bevor ich irgendwas anderes tue, drehe ich meine Bücherwoche und dann habe ich im Grunde ja doch eine ganze Woche Zeit, wenn es dann irgendwann mal wieder regnet, das Video auch zu schneiden und ähnlichem. Ja, mir war heute ein bisschen nach Schmink-Eskalation. Ich mag meine BH Cosmetics Paletten und ich dachte heute, heute lässt du es einfach mal knallen. Und das Schöne ist auch einfach mal so ein bisschen kurzärmlich wieder da zu sitzen und mal kein Pulli, keine Jacke und... Ach, das ist so schön. Also ich freue mich jetzt so auf den Frühling oder den Frühsommer, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich freue mich so, dass die Tage jetzt einfach heller werden und die Sonne lacht. Und das ist so, so gut fürs Gemüt. Ich muss das echt sagen. Also ich bin jetzt sehr froh und dankbar, dass das rauswärts geht und werde jetzt auch meine Woche Urlaub schön genießen. Hab so 2, 3 Pläne. Da werde ich dann definitiv auch in der nächsten Bücherwoche ein bisschen was erzählen. Serien- oder filmtechnisch gab es nichts diese Woche. Ich habe wirklich viel gelesen, viel Zeit dafür auch wirklich genutzt und habe mich da auch sehr, sehr wohl mitgefühlt. Und besonders wenn ich dann in meinen bevorzugten Genres so zu Hause bin. Ja, die Woche hat begonnen und jetzt starten wir mit den Büchern, die ihr auch alle unten in der Infobox verlinkt findet. Also schaut da super gerne vorbei, wenn ihr da mehr Infos möchtet. Ich blende euch ja auch immer die Bücher, die ich nicht in echter Form hier habe, auch mit ein. Ja, die Woche hat gestartet mit dem Hörbuch von Sebastian Fitzek, Der erste, letzte Tag. Diesmal ist es kein Thriller, steht auch ganz groß oben drauf. Dann, ein gar nicht so überraschendes Highlight der Woche, Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von Victoria E. Schwab, also wie E. Schwab, wie sie ja bei den erwachseneren Romanen sich im Grunde dann abkürzt. Dann das abgebrochene Buch ist Schoolomance von Naomi Novik. Ja, das war für mich leider nichts. Dann von Christina Isabella Kaiser, Be Rich. Da habe ich mich die ganze Woche so ein bisschen mit beschäftigt, habe da auch ein Workbook dazu gehabt und das ist so das Sachbuch der Woche. Dann am Sonntag weggesuchtet habe ich Petra Hartliebs Sommer in Wien, der dritte Teil dieser Wien-Reihe. Und das halbe Buch der Woche ist dann Wenn Schweigen tötet von John Mars. Ja, der John Mars Fangirls Club sozusagen hat sich wieder zusammengetan und wir haben die Hälfte ein bisschen mehr von dem Buch gelesen und sind da im regen Austausch. Zu den Büchern findet ihr auch den John Mars Fangirl Club sozusagen. Unten in der Infobox schaut auch gerne bei den lieben Mädels vorbei und lasst ihnen einen Gruß da, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ja, die Woche hat begonnen mit dem Hörbuch von Sebastian Fitzek. Das ist bei mir auch ziemlich dann am Wochenende eingezogen und zwar Der erste, letzte Tag. Ganz wichtig diesmal, es ist kein Thriller. Ich glaube, das lässt das Cover auch vermuten. Vor 2 Jahren, glaube ich, ist ja auch sein Sachbuch rausgekommen, also der Brief an seine Kinder, das ich ja auch gehört habe. Das hat er ja damals selbst gesprochen. Ich hatte fast hier auch erwartet, dass er dieses Sachbuch, dass er neben dem Sachbuch jetzt auch den Nicht-Thriller vertont. Aber nein, das macht er nicht. Er überlässt das wieder Simon Jäger. Und ich liebe Simon Jäger und ich mag ihn auch wirklich in vielen Varianten. Er hat auch hier super gut gesprochen, aber ich glaube, dass manchmal hat man dann doch mit Simon Jäger auch die Thriller von Fitzek im Kopf. Vielleicht hätte es da eine andere Stimme anders gemacht, aber also ich
wenn Simon Jäger höre und dann auch mit Humor und Witzeleien, ich sehe halt dann einen schmunzelnden Matt Damon vor mir. Und von daher hat das für mich perfekt gepasst und ich bekomme das wirklich sehr gut im Kopf immer so zusammen. Und ich war sehr überrascht, dass ein Nicht-Thriller von ihm herauskommt. Ich habe ja den letzten Thriller von ihm noch nicht gelesen und überlege ja nach wie vor, ob ich ihn einfach von meinem Hörbuch-Sub wieder runterschmeiße, ungehört. War dann einfach überrascht, dass er sich das traut, dass er sich das wagt, dass auch der Verlag mitgeht und man merkt der Geschichte an, dass ganz viel Fitzek auch drin ist, definitiv. Wir treffen auf Livius Reimer, der ist auf dem Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Die steht so ein bisschen kurz vor dem Zerbrechen, aber wir erfahren dann auch nur so einige Dinge von der Frau, von der Affäre, wie sie sich irgendwie schon zu helfen versucht haben. Doch der Flug wird dann gestrichen und er muss versuchen, mit einem Mietwagen jetzt ganz schnell nach Berlin zu kommen und trifft dort aber dann auf eine junge Frau, die aus ähnlichen Gründen ganz schnell Berlin und dann nach Hamburg muss. Und die beiden tun sich dann irgendwie zusammen, nehmen den letzten klapprigen Mietwagen und ganz schnell merkt Livius, dass Lea, die junge Frau, dass die unglaublich laut ist, schräg ist, ungewöhnlich ist, sie ihn auch sehr schnell mit seiner sehr offenen Art überfordert und sie erzählt ihm so ein bisschen von ihrem aktuellen Projekt. Sie ist Journalistin und sie schreibt einen Artikel über eine Gruppe junger Menschen, die sich immer die Frage stellen, wie würde mein letzter Tag aussehen, wenn ich wüsste, ich würde morgen sterben? Und das verführt die beiden dazu, im Grunde das jetzt auch während der Fahrt oder überhaupt dieses Gedankenspiel weiterzutragen und eben auch ganz gezielte Dinge dann auch zu machen während dieses Gedankenexperimentes. Und so begleiten wir die beiden so ein bisschen auf diesem Roadtrip, auf dieser Autofahrt und erfahren da allerhand sowohl über Livius als auch über Lea. Und ich kann schon so viel sagen, dass mich Livius doch in mancher Sicht sehr an Sebastian Fitzek erinnert. Ich glaube, dass da sehr viel von seinem eigenen Leben eingeflossen ist. Zum einen natürlich, dass er Autor ist, was für ein Buch er schreibt, welches Projekt er gerade dort seinem Verlag vorstellen möchte und so weiter. Das erinnert sehr, sehr an Fitzek. Auch die Situation mit der Trennung von der Frau, auch das hat ja Fitzek, ich glaube, vor 2 Jahren durchgemacht. Das fand ich sehr faszinierend. Es gibt noch 2, 3 andere Themen von Livius, die ich jetzt aber nicht spoilern oder so möchte, die mich auch sehr an Fitzek selbst erinnert haben, wo ich dachte, ja, ich glaube, dass Fitzek sehr viel von sich reingepackt hat und dass auch das dadurch sehr authentisch macht, dass es Livius sehr nahbar macht, sehr echt macht. Und man muss wirklich sagen, ich fand beide Charaktere sehr gut gezeichnet. Also ich konnte mir Livius sehr gut vorstellen, aber auch Lea. Auch Lea, ihre Gedanken erfahren wir sehr gut. Warum, weshalb, wohin und warum. Es gibt dann auch gegen Ende so einen richtigen, so eine Wendung, die ich nicht erahnt habe, die ich aber sehr gelungen fand. Es war ein sehr, sehr kurzweiliges Buch, das muss ich wirklich sagen. Es hatte ja nur knapp um die 5 Stunden Hörzeit und liegt irgendwas bei 250, 270 Seiten, wo man eben auch merkt, dass Simon Jäger wirklich das auch wunderbar in einem schönen Tempo, wie ich fand, vertont hat. Es hat mich sehr gut unterhalten. Es war sehr locker, es war humorvoll, es hat sich echt angefühlt. Es waren tolle Lebensweisheiten enthalten. Es waren Charaktere, wo wir dabei sind, wie sie sich kennenlernen, wie sie über das Leben denken, irgendwann dann eben auch übereinander denken. Ich fand auch, dass die Protagonisten beide sehr viel Charme hatten, dass sie sehr speziell waren, dass sie Witz hatten, dass es eine gute Portion Ernsthaftigkeit auch einfach gab, wenn man sich über das Leben unterhält, was wäre, wenn es morgen endet, was bleibt von einem, wie ist das mit Erinnerungen, wie wird der Rest in der Familie um einen vielleicht über einen denken und was möchte man erlebt haben, wenn denn dann der letzte Tag ist. Und es wirkt sehr authentisch und sehr echt und das finde ich hat Fitzek sehr, sehr gelungen gemacht. Allerdings, und jetzt kommt so mein kleiner Kritikpunkt, es ist irgendwie nichts Neues. Also wenn man so 3, 4, 5 andere Bücher in diese Richtung gelesen habe, wo es eben um den nahenden Tod geht, wo es um das Ausnutzen von letzten Tagen geht, egal ob das Schicksal ist, ein mieser Verräter ist, ein ganzes halbes Jahr. Und da gibt es ja genügend Beispiele. Da merkt man schon, okay, es geht im Grunde in eine ähnliche Richtung. Es werden ähnliche Themen betrachtet. Und natürlich ist es einfach so, dass wir wahrscheinlich alle das Ziel haben,
sehr viel Schönes erlebt zu haben, wenn wir denn mal sterben. Und wir wissen ja alle nicht, wann es soweit ist. Und ich glaube, dass er damit wirklich auch so den Nerv natürlich so ein bisschen der Zeit trifft, weil ich glaube, diese Frage hat sich jetzt im letzten Jahr doch vielleicht vermehrt jemand gestellt, als man dann eben gemerkt hat, was alles nicht mehr geht, was ich alles verpasse und so weiter, dass man sich jetzt natürlich fragt, wenn irgendwann mal eine neue Corona-Realität bei uns herrscht und Normalität, was mache ich denn dann? Und ich glaube, diese Dinge, auf die man sich jetzt dann schon freut, das sind auch die Dinge, die man erlebt haben möchte, wenn es denn irgendwann in 80 Jahren, jetzt ist ja positiv gerechnet, soweit ist. Und auch ich habe ja in diesem Jahr einen schmerzhaften Verlust erlebt und bin ja da bei weitem noch nicht drüber hinweg. Nein, und auch die Frage stelle ich mir, wie war das letzte Jahr, wie war das Leben? Na, also man stellt sich diese Fragen und das hat natürlich diese gewisse Ernsthaftigkeit und ich glaube, dass es uns eben alle betrifft, was Fitzek schreibt, aber das macht es für mich eben auch so ein bisschen also weniger innovativ, ein bisschen, die Gedanken haben wir halt alle und Fitzek hat sie aufgeschrieben. Ja, natürlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das auch könnte oder wie auch immer, das möchte ich damit nicht zum Ausdruck bringen, aber es wirkt so ein bisschen normale Dinge in ein Buch packen und dann natürlich mit der Portion Prise, die Fitzek wirklich gut kann, das im Grunde erzählen. Also ich fand es sehr, sehr gut, mir hat es sehr gut gefallen, aber so zum Highlight und so zum besonderen Etwas hätte mir so ein bisschen noch eine innovative Idee oder Rückblick oder auch, ja, er wollte auch an mancher Stelle zu viel. Also er greift so viel ab, wo er sagt, was macht ein gutes Leben aus, wo ich denke, alleine einer dieser Taten wäre schon toll. Und er packt irgendwie in diesen Tag, in diese Autofahrt viel, viel zu viel. Und dann wirkt es nicht mehr nach besonderen Taten, sondern eben nach Dingen, die wir jeden Tag machen können. Und ganz so ist es eben nicht. Dennoch hat es mich gut unterhalten. Ich fand es gut, wie er auch sein Leben so ein bisschen scheinbar mit eingeflochten hat. Ich meine, wir wissen das jetzt natürlich nicht oder ich kann ja nur mutmaßen. Und ich fand es gut. Es war unterhaltsam, es war charmant und es ist, glaube ich, einfach auch dieser Zeit entsprungen, in der wir uns befinden. Und das hat er, finde ich, auch gut rübergepackt, ohne zu sehr auf dieser Corona-Schiene tatsächlich zu fahren. Und das hat mir einfach auch gut gefallen. Also, dass der nötige Abstand irgendwie war, obwohl man ja selbst noch drinsteckt und also schon eine Empfehlung, aber man sollte sich hier nichts innovativ Neues erwarten. Aber ich glaube durchaus, dass das eben eine Geschichte ist, die Mut macht und die uns einfach zeigt, manchmal muss man den Weg, oder nein, man sollte eigentlich immer den Weg gehen, wie es für einen richtig ist und wie es einen schön ist. Und man sollte das Leben einfach leben, solange man kann. Und so viel zum Fitzek. Dann das nächste Buch ist dann das fulminante Highlight der Woche, wieder ein Lebenslese-Highlight und das ist von Victoria Schwab, das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Ich bin ja von V.E. Schwab, wie sie sich bei den Erwachsenenromanen im Grunde auch als Autorin präsentiert, seit der Weltenwanderer-Reihe mehr als begeistert, habe das ja wirklich die Trilogie weggesuchtet und habe mich jetzt sehr, sehr, sehr auf Eddie LaRue gefreut und ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich es nicht abwarten konnte, um aufs echte Buch zu warten, sondern ich habe mir das E-Book geholt, was jetzt Anfang Mai schon direkt erhältlich war. Ich habe jetzt das echte Buch schon vorbestellt, weil ich habe mir einige Markierungen im Reader gemacht, habe mir einige Sachen auch abgescreenshottet sozusagen mit dem Smartphone und ich werde da einen großen Blick reinwerfen, wenn das echte Buch kommt und meine Markierungen darin vornehmen. Es ist ein Buch, was ich unbedingt besitzen muss, was ich haben möchte und das ich unbedingt des Öfteren lesen möchte. Es ist ein Standalone-Buch, hat knapp 600 Seiten und das finde ich tatsächlich richtig gut, dass wir hier keine Reihe haben, sondern wirklich ein Buch, das für sich alleine steht. Das Buch erscheint jetzt irgendwann Ende Mai, also für alle, die es nicht hören oder als E-Book lesen wollen, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, aber ich kann so viel sagen, es lohnt sich. Ja, wir lernen Eddie LaRue kennen als junges Mädchen. Wir sind irgendwann Anfang 1700 in einem französischen kleinen Örtchen. Es ist sehr primitiv, sehr bäuerlich, meine ich jetzt gar nicht wertend, aber
es ist eben wichtig, damit wir Eddie so ein bisschen besser kennenlernen. Eddie selbst hat einen sehr freien Geist, einen sehr offenen Geist. Sie möchte die Welt entdecken, sie möchte reisen, sie möchte Menschen kennenlernen, sie möchte etwas anderes als nur in diesem kleinen, beschränkten Ort sein. Und eines Tages darf sie mit ihrem Vater, der irgendwie ein Händler ist, auch auf Reisen gehen und trifft dort auf eine etwas größere Stadt, darf da über den Markt laufen, darf in einem Hotel, in einer Gaststätte übernachten und sieht danach die Welt mit anderen Augen. Doch dann, als sie immer älter wird und größer wird und sie sich auch mehr oder weniger so ein bisschen das Lesen mit ihrem Vater beigebracht hat, soll sie jetzt auf einmal verheiratet werden und sie wehrt sich immens dagegen das führt eines Abends dann eben auch dazu, dass sie 1714 auf einer Lichtung ist, dass sie dort betet und Geister ruft und nicht so ganz auf ihre Hexe, auf ihre Dorfhexe hört, die eben sagt, bete nicht zu den Göttern der Nacht. Doch das tut sie und es trifft tatsächlich einer der Götter bei ihr ein und sie wünscht sich leider ein bisschen zu wenig konkret, was sie sich denn wünscht. Sie wünscht sich Freiheit, sie möchte leben und sie möchte die Welt entdecken und wie der Teufel so ist, macht er da natürlich seinen Trick draus. Denn ja, sie darf ewig leben, sie wird nicht altern, sie wird auch keinen Schmerz oder Hunger spüren, doch es wird sich nie jemand an sie erinnern. Denn sobald sie Blickkontakt abwendet, sobald jemand im Grunde irgendwie aus der Tür geht, hat derjenige Eddie vergessen und Eddie muss damit jetzt leben. Und so streifen wir mit Eddie durch die Zeit, wir streifen durch Epochen, durch Länder, durch Städte, erleben aufsteigende, wunderschöne Epochen, aber eben auch zum Beispiel Französische Revolution. Und immer wieder trifft sie auch auf Luke, so nennt sie den Teufel höchst selbst und passend zum Jahrestag führen sie ihre Gespräche, denn eins ist sicher, der Teufel will seine Seele, er will seinen Preis und Eddie muss irgendwann einfach nur sagen, ich habe keine Lust mehr auf dieses Vergessenwerden in meinem Leben und nimm meine Seele und doch eines Tages, so ziemlich in der Jetztzeit, trifft sie auf einen jungen Mann, der in einer Buchhandlung arbeitet. Und er kann sich an sie erinnern. Also endlich jemand, der sowohl ihren Namen aussprechen kann, als sie auch mit diesem begrüßt. Und das verändert auch so ein bisschen das Leben von Eddie, aber auch von dem jungen Mann, dem Buchhändler. Und am Ende vielleicht sogar den ganzen Pakt, der da geschlossen wurde. Es war wunderschön. Es ist eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Man darf sich nicht von diesem vielleicht sogenannten Fantasy-Aspekt abschrecken lassen, denn ich finde, es spielt der Teufel mit, wir haben im Grunde irgendwie Unsterbliche, die durch die Zeit geht, aber das ist so gefühlt das Einzige, was tatsächlich Fantasy ist und ich glaube, dass das auch jeder, der nicht so in der tiefen Fantasy gerne zu Hause ist, dass er hier definitiv ein wunderbares Buch in der Hand halten wird. Es ist unfassbar atmosphärisch, es ist düster, es ist lebendig, es ist bildhaft, es ist je nach Epoche erleben wir auch, wie Eddie damit umgeht, wie Eddie durch die Zeit geht, wie sie sich mitentwickelt, wie sie berühmte Menschen kennenlernt, ohne es zu ihrer Zeit eigentlich zu wissen. Wir haben hier historische Erlebnisse, bei denen wir dabei sind, mit der Betonung, dass Geschichte sich eben erst in der Erinnerung schreibt, nicht während man dabei ist. Und das sind auch wieder so schöne Lebensweisheiten und so schöne Gedanken darin enthalten, dass ich habe keine Ahnung, wie viele Merke mir irgendwie meinen E-Reader gemacht. Es war einfach richtig schön. Es ist eine wahnsinnig tolle, lange Lebensgeschichte, die spannend ist und auch wirklich so diese Einsamkeit, die Eddie spürt, uns auch wirklich übertragen lässt. Also wir spüren förmlich, wie sie sich danach sehnt, dass sie jemanden trifft, dass sie jemanden nicht immer nur zum ersten Mal trifft, obwohl sie ihn selbst vielleicht schon 5 Tage hintereinander trifft. Auch diese jährlichen mehr oder weniger Treffen mit dem Teufel sind wahnsinnig atmosphärisch und toll gemacht. Auch dieses Miteinander spielen, dieses sich auf Abstand halten und dann doch irgendwie näher kommen und dann das Spiel mitspielen und dann doch wieder ausbrechen. Und auch wenn ich sonst kein großer Fan von hin und her bin, ich
habe Eddie absolut in jeder ihrer Spielereien mit unterstützt. Ich fand Eddie als Protagonistin wirklich großartig. Eine wahnsinnig tolle Frau, die eigentlich weiß, was sie will, die aber immer wieder eine Prüfung bestehen muss, die immer wieder darin erschüttert wird, dass scheinbar das, was sie möchte, eben nicht das ist, was sie zu haben scheinen soll. War das jetzt ein Satz? Einfach großartig. Es ist sprachlich unglaublich schön geschrieben. Und ich kann es nicht anders ausdrücken als einfach nur schön. Es ist in einem wunderbaren Tempo erzählt. Es hat wunderbar ausführliche Teile, aber auch so ein bisschen schnellere Wendungen, die dann eben auch einfach die Geschichte vortragen. Es ist nicht so richtig poetisch, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es sind einfach so wunderbare Worte gefunden worden für Beschreibungen, für Orte, für Zeiten und auch für Emotionen. Und das ist wirklich, finde ich, fast an Perfektion geschaffen worden. Auch die Zwischentöne der Geschichte sind richtig, richtig schön, einfach toll. Es gibt Lebensweisheiten und Gedanken auch eben so zum Leben, auch der Liebe, aber auch zum Tod. Denn ja, was bleibt natürlich, wenn man geht, als die Erinnerung? Und wie ist es mit Eddie, wenn sie verschwindet? Was hat sie hinterlassen? Was wünscht man sich, was von einem bleibt? Ich fand es einfach nur richtig, richtig großartig. Es war sehr einnehmend, also es hat mich an den Abenden wirklich sehr, sehr mitgerissen, hineingerissen und es war auch zum Teil sehr rührig, ohne kitschig zu sein oder irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken, sondern es war so ein menschliches Gefühl, macht das jetzt Sinn, einfach so mit ihr mitzugehen und mit ihr zu fühlen und es war toll. Und ich feiere auch das Ende sehr, was Victoria Schwab hier gefunden hat und oh, ich bin wirklich begeistert, ich bin tief beeindruckt, ich bin sehr berührt und mich lässt diese Geschichte auch nicht los. Ähnlich wie Mr. Parnassus mich ja auch nach wie vor sehr, sehr begleitet und ja auch schon irgendwo im Regal steht. Ich glaube hier hinter mir direkt. Ja, auch wie ich Schwab hat es hier geschafft, mich wirklich ja, zu fesseln und ja, mir eine wunderbare Lebensgeschichte von Eddie zu zeigen. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt und sehr begeistert. Und ach ja, also muss ich echt sagen. Und ich wünschte mir eben, dass das Buch schon in meinen Händen gewesen wäre, weil es ist, ich glaube, ich müsste mal so ein paar Textmarker, also Post-its nachkaufen für die Markierung, weil es einfach so, so schön ist. Also wirklich, egal ob das Ortsbeschreibungen waren, ob das Geschichtliches war, was sie im Nachgang beschrieben hat, während sie aber dabei war, es noch ganz anders empfunden hat und das auch immer wieder spiegelt. Das hat, ich finde, das hat Victoria Schwab großartig gemacht. Und ich habe ja von Victoria Schwab jetzt Vicious hier, wo es ja auch Vengeful gibt. Und ich glaube, dass das jetzt gar nicht mehr lange auf dem Sub liegen wird, weil ich einfach glaube, dass Victoria Schwab hier wirklich ganz, ganz toll schreibt, zumindest als V.I. Schwab. Ich habe ja von Victoria Schwab, es ist ja, sind ja dann ihre Jugendbücher irgendwas, das ich nicht so gut fand, was ich mir aber gar nicht erklären kann. Aber ich werde es jetzt nicht rereaden, um es herauszufinden. Ich werde einfach mit den Büchern von V.I. Schwab, also die erwachseneren Bücher, eben einfach weitermachen. Und ich fand es richtig, richtig, richtig toll. Also auch hier ein Lebenshighlight der ganz besonderen Art, was mich wirklich mehr als gefesselt und begeistert hat. Ja. Als Hörbuch übrigens auch schon da. Also das wäre definitiv auch schon, zusammen mit dem E-Book könnte man es jetzt auch schon hören. Ja, nach dem extremen Hoch kommen wir jetzt im Grunde zu einem doch rechten Tiefpunkt der Woche und es ist Schoolomance von Naomi Novik. Ich hatte von der Autorin damals Das dunkle Herz des Waldes gelesen, habe ich, glaube ich, auch abgebrochen, fand ich definitiv auch nicht gut. Dennoch wollte ich hier dem Auftakt der Trilogie eine Chance geben. Die weiteren zwei Bücher sind bereits angekündigt. Und ja, ich habe das Buch als Rezensionsexemplar auch bekommen, als E-Book bekommen und umso schade finde ich es immer, wenn es einen dann eben einfach nicht so begeistern kann. Aber ich bin ja hier offen und möchte eben auch einfach über die Bücher sprechen, die mich nicht begeistern konnten und warum. Und ja, ich habe das Buch nach circa einem Drittel, ja, was so 160 Seiten im echten Buch gewesen wären, abgebrochen. Wir sind hier an einer Magierschule. Allerdings ohne Lehrer und gibt auch keine Ferien und das ganze System funktioniert sowieso ganz anders. Man darf sich das in keinster Weise zum Beispiel wie Hogwarts vorstellen oder wie in Nevermore, sondern wir haben eben junge
magische Kinder, die besonders gerne von Monstern gefressen werden. Und ihre Aufgabe in der Schule ist es eben, die Schule zu überleben und im letzten Jahr eben dann auch durch diese Aula zu gehen. Und nur wenn man sich eben so verteidigen kann, dass man überlebt, ist man im Grunde Magier und darf dann in die echte Welt, wenn man das so nennen möchte. Ja, die Schule bzw. die Schüler darin führen praktisch ein eigenes Leben, organisieren sich selbst. Es gibt Freundschaften, aber sehr häufig sind diese Freundschaften eher Mittel zum Zweck, denn wenn man natürlich Verbündete hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man überlebt, definitiv größer. Wir treffen auf Galadriel, die sich ja selbst nur gerne El nennt und auch so genannt werden möchte. Und ich muss echt sagen, wenn ich mir schon den Namen aus dem Herrn der Ringe klaue, und ich sage das jetzt mal ganz provokant so, warum mache ich dann eine L draus? Dann hätte ich auch eine Michaela, ohne diesen Namen abwerten zu wollen, draus machen können. Also da muss ich, das war schon der Moment, wo ich dachte, sag mal, also, ja, aber gut. Sie selbst hat keine Freunde, allerdings hat sie eine besondere dunkle Gabe, ja, was auch so ein bisschen mit den Monstern zu tun hat, was ihr definitiv weiterhelfen würde. Sie trifft auf der Schule unter anderem auch auf Orion, der so ein bisschen ein Held ist, ihr auch gerne hilft und der auch ein sehr beliebter Schüler ist und der sie auch nicht so richtig in Ruhe lässt und ja, da eigentlich so ein bisschen versucht, ihr Freund zu sein. Und ja, also zum einen, die Idee fand ich an und für sich richtig gut. Die Idee auch dieser Schule, auch dass wir jetzt im Grunde bei L dabei sind im vorletzten Schuljahr. Also im vorletzten Schuljahr. Ich vermute, dass Band 2 dann im letzten spielen wird und dann mal gucken, wo der dritte Band hingeht. Ich fand die Idee cool. Ich fand auch dieses Lernen und Üben ohne Lehrer, sondern einfach nur mit den gegebenen Pfeilen vor Ort richtig spannend, um eben einfach weiterzukommen. Doch ich muss echt sagen, der Stil von der Geschichte, ich fand es unglaublich schwer. Ich bin gefühlt überhaupt nicht richtig reingekommen. Es hat sich gezogen. Ich habe Sätze doppelt gelesen. Es ist irgendwie schon was passiert, aber nicht wirklich spannend. Und was ich ganz anstrengend fand, war der ständige innere Monolog von Elle. Also das fand ich so nervtötend und langweilig. Ich kam auch mit Elle überhaupt nicht zurecht. Und jetzt habe ich kein Problem mit Badass-Protagonisten, die eben auch einfach mal so hart sind und vielleicht auch ein bisschen derber. Aber wenn jemand so gemein und böse und gleichzeitig so jammrig unterwegs ist wie Elle, damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Zudem haben wir den Ich-Erzählstil, das heißt, wir sind leider in diesem Fall sehr, sehr nah an Elle dran, erleben nicht viel drumherum und ich glaube, dass das einfach in diesem Zusammenhang nicht mein Stil gewesen. Zudem wird jeder ihrer Gedanken ständig und auch jede Tat ständig bis ins kleinste Detail ausgeführt. Ich fand es einfach nur anstrengend und ich fand es auch sehr, sehr verworren. Und auch die Sicht auf die Welt fand ich irgendwie sehr eigenartig. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, liest du noch ein bisschen. Und dann dachte ich aber irgendwann, nee, ich habe eigentlich keine Lust. Und ich mag Elle nicht und ich verstehe noch nicht so richtig alles. Und ja, es war langweilig und es war nicht meins. Und ja, leider abgebrochen, aber ich möchte auch gar nicht so lange darüber ausführen, weil ich finde, man sollte über gute Bücher immer ein bisschen länger sprechen. Aber ja, das war irgendwie nicht meins. Und ich werde jetzt wohl auch, selbst wenn die nächsten Klappentexte von Naomi Novik gut klingen, einfach nicht mehr zu Büchern von ihr greifen. Es ist schon das zweite Buch, was mich enttäuscht hat. Und ich glaube, es gab dazwischen noch irgendein Buch, das hatte mich aber nicht so angesprochen. Ja, es ist so. Sehr schade, aber wird bestimmt seine Leserschaft finden, die eben vielleicht mit Elle tatsächlich einfach ein bisschen besser zurechtkommen. Ja, dann ein Sachbuch, das ich in der ganzen Woche so ein bisschen bearbeitet habe, und zwar Be Rich von Christina Isabella Kaiser, habe ich über Mein Wunder entdeckt und wurde mir auch von der Agentur zur Verfügung gestellt. Die Autorin selbst schreibt als Fachredakteurin für verschiedene renommierte Magazine, wie zum Beispiel auch den Focus. Sie selbst hat auch NLP, das hat mir aufgeschrieben, neurolinguistisches Programmieren,
für sich entdeckt und möchte sich immer weiterentwickeln und anderen Menschen eben auch ihre Einzigartigkeiten und ihr angstfreies Leben oder zu einem angstfreien Leben verhelfen. Man findet, und das steht relativ weit vorne im Buch, ein kostenloses Workbook online, welches man herunterladen kann und auch ausdrucken kann. Und das würde ich definitiv empfehlen, weil mir hat es sehr geholfen, einfach nebenbei auf Papier schreiben zu können, nicht ins Buch schreiben zu müssen. Davon bin ich immer nicht so der große Freund. Ich fand es umso schöner. Zudem konnte man das Papier, wenn einfach der Platz zu wenig war, auch einfach mal umdrehen und musste sich dann nicht irgendwie im Gedanken einschränken, wenn eben einem mehr Gedanken gekommen sind zum Runterschreiben. Es ist ein Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, um selbst in sich so ein bisschen aufzuräumen und auch im Grunde neu zu programmieren. Und das klingt jetzt, glaube ich, technischer, als man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ich habe von der Methodik NLP vorher noch nicht so viel gehört, beziehungsweise nur bedingt so mal das ein oder andere YouTube-Video dazu gesehen, aber mich noch gar nicht weiter damit beschäftigt. Und fand es daher auch super spannend, wie hier die Autorin uns heranführt, uns das näher bringt und uns auch eine Vielzahl von, im Grunde eine Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden hier drin zur Verfügung stellt und auch so ein bisschen die psychischen Abläufe von uns Menschen näher bringt. Es soll mithilfe von Sprache Vorgänge im Gehirn ändern. Das ist ja definitiv was ich auch glaube, dass eben unsere Gedanken zu unseren Worten führen und unsere Worte zu unseren Taten. Und aktuell ist dieses NLP aber noch nicht, beziehungsweise die Wirksamkeit noch nicht wissenschaftlich nachweisbar. Aber ich finde, man darf ja für alles offen sein und darf sich davon eben einfach selbst auch ein Bild machen. Der Fahrplan ist in Zusammenarbeit mit dem Workbook wirklich sehr gut machbar, sehr leicht umsetzbar und die Gedanken einfach auch mal aufzuschreiben, hilft definitiv. Also sich nur Gedanken zu denken, ist definitiv nicht so hilfreich und weiterführend, als wenn man seine Gedanken auch einfach mal zu Papier bringt. Das Rich steht aber hier in keinstenfalls um Reich, es geht auch nicht um Geld, sondern bei Rich geht es um den inneren Reichtum finden, reinige dein Leben von Zweifeln, Ängsten und hinderlichen Glaubenssätzen. Das I steht dann für inneren Reichtum, Leben, Ideale, Werte, Wünsche und Ziele. Das C steht für Chancen, für den Change. Und da war ich in der Übersetzung so ein bisschen verwirrt, weil für mich ist Change schon ein bisschen nochmal was anderes wie eine Chance. Aber das erklärt sich so ein bisschen im Buch. Und H steht dann für das Handeln. Und das sind im Grunde so ein bisschen die Aufgaben. Es gibt vier Puzzleteile. Angefangen eben mit der Reinigung, warum das eben wichtig ist, warum wir uns selbst oft im Wege stehen. Und was ich hier eine ganz schöne, kluge Lebensweisheit finde, die Quelle ist allerdings ungeklärt, aber hat mir sehr gut gefallen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das fand ich auch richtig, richtig toll ausgedrückt, weil das ist genau das, wo ich auch glaube, unsere Gedanken zu Worte, Worte, Taten. Taten sind dann irgendwann wir. Und das finde ich tatsächlich ganz wichtig. Und sehr schön auch hier ein Zitat von Buddha, das ich auch sehr schön finde. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Da ist definitiv auch etwas dran. Und wir erarbeiten uns jetzt im Grunde durch dieses Workbook, durch dieses Buch. Ich fand das sprachlich, das Buch, hat mir sehr gefallen. Es ist sehr einfach, es ist strukturiert, es ist sehr leicht zugänglich. Es nimmt uns sehr leicht und transparent einfach so durch diesen Prozess mit. Natürlich sollte man ein bisschen Zeit mitbringen und sich auch wirklich auf die Aufgaben einlassen. Wie gesagt, man sollte das Workbook, finde ich, unbedingt ausgedruckt haben, zum auch irgendwie einen Blog noch nebenbei liegen haben. Einfach weil bei mir ist es dann oft so, dass wenn ich mal zu denken anfange, es sehr, sehr sprudelt und dann ist manchmal der vorgegebene Platz einfach zu wenig und dann habe ich einfach weitergeschrieben. Und ich habe mir das Workbook jetzt auch an den Schreibtisch mitgelegt. Ich werde das auch mit abheften und einfach immer mal wieder hineinschauen, was da so meine Gedanken und auch meine Schlussfolgerungen und ähnlich davon waren. Es hat sehr gut getan, auch einfach mal wieder durch einen anderen Winkel auf sich selbst zu schauen, sich selbst zu betrachten. Auch wenn ich jetzt kein Mensch bin, der sehr viele Ängste in sich trägt, glaube ich dennoch,
dass man eben diese sehr gut auflösen kann. Also selbst kleinste Ängste, kleinste Zweifel, finde ich, hat sie sehr gut rübergebracht und beschäftigt sich eben auch damit, wo das herkommt, wie man daran auch längerfristig arbeitet. Und das finde ich tatsächlich einfach wichtig, dass man etwas an die Hand bekommt, womit man selbst arbeiten kann, ohne sich abhängig zu machen von einem Coach. Das finde ich in jeder Lebenssituation wichtig, dass einem hier Hilfsmittel an die Hand gegeben werden und man eben nicht immer auf den nächsten Kurs angewiesen ist oder auf das nächste Buch oder wie auch immer, sondern man im Grunde einfach selbst ins Handeln kommen kann. Auch im Nachgang denke ich immer noch wieder mal an dieses Buch, nehme ein bisschen was davon auch mal zur Hand, habe auch immer wieder darin geblättert, während ich darin gearbeitet habe. Muss ich wirklich sagen, sowohl für Einsteiger, wie ich denke auch schon so für Leute, die wie ich ja doch öfter schon mal damit was zu tun hatten, sich mit sich selbst auch durchaus gerne mal beschäftigen, um eben einfach mal wieder einen anderen Blickwinkel auf die Welt und auf sich selbst zu bekommen. Wirklich empfehlenswert. Mir war es an mancher Stelle vielleicht ein bisschen ja, zu Angst getrieben. Und ich weiß nicht, wie ich das anders in Worte fassen soll, weil ich eben nicht weiß, wie viele Ängste wirklich jeder Mensch natürlich in sich trägt, ob sich die damit immer auflösen lassen. Und ich selbst dachte, es gibt eben auch noch andere Motivationen, als nur aus seiner Angst und aus diesem Selbstzweifel herauszukommen, das eben nicht für mich so der große Antrieb ist. Und das möchte ich jetzt einfach so vielleicht stehen lassen und hoffe, dass ihr das einfach richtig versteht. Aber alles in allem ein gelungenes Buch und kann ich wirklich sehr empfehlen und danke hier wirklich auch mein Wunder, dass ich ja, es damit zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten abgeschlossenen Buch der Woche, nämlich Sommer in Wien von Petra Hartlieb. Ist der dritte Teil der, ich nenne es jetzt mal Wien-Reihe, rund um Marie und den Dichter Arthur Schnitzler. Es hat ja mit dem Winter begonnen, der Frühling steht, glaube ich, irgendwo hinter mir und der Herbst ist bereits für Mitte September in diesem Jahr angekündigt und ich vermute mal, dass es dann diese Jahreszeiten-Wien-Reihe auch abschließen wird, ohne es zu wissen. Ich mag die Haptik dieser Hardcover vom Dumont Verlag super gerne, auch der Frühling ist in diesem Format und sieht auch optisch tatsächlich, finde ich, sehr, sehr schön aus, also wenn man das einfach sich mal anguckt. Den Winter hatte ich selbst in einer anderen Variante, weswegen der auch wieder bei mir ausgezogen ist und ich werde mal sehen, ob ja, jetzt so diese zwei hier bleiben oder ob nur eins der zwei Bücher oder wie auch immer mal sehen. Ich glaube, das sind auch Bücher, die man durchaus mal im Freundeskreis verteilen kann und vielleicht hole ich mir dann den ersten Band auch einfach noch als Hardcover und ja, weil von der Optik und der Haptik finde ich die richtig, richtig schön. Wir beginnen die Geschichte im Grunde mit dem Winter im Jahr 1910 und wir sind eben ja, in Österreich unterwegs. Wir treffen auf die junge Marie, die von zu Hause von ihren Eltern irgendwie vertrieben wird, irgendwo arbeiten soll, dort sich überhaupt nicht wohlfühlt und dort dann eben irgendwann in Wien landet, als Kindermädchen arbeitet und dann eben auch zur Familie Schnitzler kommt und dann im Cottageviertel in Wien lebt, dort eben die beiden Kinder von Arthur Schnitzler, ja, im Grunde als Kindermädchen betreut und ja, so uns ein bisschen durch Wien führt, durch die damalige Zeit, durch die Erziehung, die damals herrschte. Man merkt sehr stark bei den beiden Kindern von Schnitzler, wie der Junge erzogen wird und wie das Mädchen, wie das im Haus so vor sich geht, wie das mit den Dienstboten ist. Viele kennen das jetzt schon, dank Downton Abbey kann man sich hier ein Bild machen und so ein bisschen ähnlich hat man das auch hier, auch wenn hier nicht so viele Skandale oder ähnliche Katastrophen anfallen. Ja, wir erfahren auch über Arthur Schnitzler so einiges und das finde ich tatsächlich auch super spannend, weil um den Mann habe ich noch gar nicht so bemüht, aber so einen kleinen Eindruck habe ich von ihm hier auch bekommen. Und wir treffen bereits im ersten Band auf den Buchhändler Oskar, der dort eben in der Buchhandlung arbeitet. Und man merkt, dass so zwischen den beiden, zwischen Marie und ihm, sich so ein bisschen eine Freundschaft anbaut und vielleicht ein bisschen mehr, was aber zur damaligen Zeit ja gar nicht so einfach war. Ja, der dritte Band, Sommer in Wien, setzt im Grunde nahtlos an den zweiten Band an, weswegen ich da gar nicht so viel explizit zu den Charakteren oder der Handlung erzählen kann. Ich kann so viel sagen, dass wir diesmal auf Reisen gehen. Wir fahren auf die Insel Brioni und wir sehen ja, das Meer zusammen mit Marie und auch zum ersten Mal sieht sie das Meer. Und diese Faszination hat mich natürlich als Meerliebhaber absolut gecatcht und begeistert.
begeistert. Ich mag die Bücher von Petra Hartlieb super gerne. Ich finde, das sind so richtig schöne Wohlfühlromane mit diesem historischen Touch und eben auch diesen wunderbar sprachlichen in der damaligen Zeit zu sein. Ich finde, dass sie das wirklich super macht, dass man wirklich den Eindruck haben, diese Charaktere sind der Zeit entsprungen. Sie verhalten sich so, sie werden so beschrieben. Auch Wien wird einfach wie vor über 100 Jahren beschrieben. Und wir sind hier zum Beispiel auch in einem Sanatorium. Auch das fand ich super spannend, aus dieser Zeit zu sehen, so auch von außen ein bisschen zu betrachten. Und ja, fand ich super spannend. Ich mag das Historische, ich mag hier das Sprachliche sehr gerne. Ich mag Marie als Charakter super gerne. Der Kritikpunkt an den Büchern ist für mich immer, dass sie einfach zu kurz sind. Und das ist mir besonders auch im dritten Teil aufgefallen. Wir haben hier Sprünge von Monaten drin, ohne so richtig dabei zu sein. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Und auch Gegebenheiten, die sich ergeben, die sehr schnell abgetan werden. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es ist jetzt ein dünnes Büchlein und die sind ja alle drei bisher so dünn gewesen. Aber ich weiß nicht, ob man da nicht einfach mal noch 20, 30 Seiten genutzt hätte, um manche Gegebenheit und manche Begegnung doch ein bisschen ausführlicher darzustellen. Dennoch reise ich super gerne in diese Zeit zurück. Ich glaube, hier endet dann im Grunde auch, von der Zeit her sind wir dann irgendwie so in Richtung Erster Weltkrieg, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir so gegen Ende der Geschichte sind. Aber ja, wird auf jeden Fall, denke ich, jetzt im vierten Band dann auch eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass wir nicht direkt irgendwie dann noch 20 Jahre weiterspringen und noch in den Zweiten Weltkrieg kommen. Aber ja, ich denke mal, dass das dritte Buch dann doch so ein bisschen was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben wird. Oder mit dem Weltkrieg. Damals wusste man ja noch nicht, dass es der erste ist. Den hat ja keiner so genannt. Aber ja, ich mag es. Ich mag es wirklich super gerne und freue mich auch auf den vierten Band und mal sehen, was dann von Petra Hartlieb noch erscheinen wird. Und ja, das letzte Buch dann sozusagen, das wir begonnen haben am 1. Mai zusammen mit der lieben Maike, Sippi und auch Claudia, lese ich wieder im John Mars Fangirls Club sozusagen einen neuen John Mars, wieder einen Psychothriller, Wenn Schweigen tötet. Wir hatten jetzt schon The Passengers zusammengelesen, was ja eher der Spannungsroman ist, und wir haben Die gute Seele gelesen und ich packe euch ja die drei Mädels auch unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wir haben uns jetzt ein paar Monate später sozusagen wieder verabredet für den nächsten Psychothriller, nämlich Wenn Schweigen tötet. Und ja, das Buch ist, glaube ich, Anfang des Jahres erschienen, relativ günstig als E-Book, ich glaube auf jeden Fall um die 5 Euro. Also finde ich auch absolut vom Preis gut und wir haben damals bei irgendeinem Kindle-Deal, glaube ich, zugeschlagen. Und ja, da hat es dann, glaube ich, nur 99 Cent oder 1,99 gekostet. Da hat uns Claudia auch drauf aufmerksam gemacht. Und ja, wir haben hier einen Psychothriller, der uns verwirrt zurücklässt, der uns ganz viele Fragen offen lässt und auch wir wieder sehr häufig mit krass so in den Austausch starten. Und ja, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche mehr berichten, aber wir lesen eben an dem Buch 2 Wochen. Es wäre jetzt nur so ein Zwischenstand, aber ich wollte eben einfach schon sagen, dass ihr da euch ja, vielleicht so ein bisschen anteasern, dass ihr das in der nächsten Woche dann auch erwarten könnt, da ein Abschlussurteil zu erhalten. Und ich bin schon super, super neugierig, wie sich die Geschichte auflöst, in welche Richtung es geht, ob meine Vermutungen oder zumindest eine der vielen irgendwie richtig ist und was John Mars hier wieder zaubert und ja, wie wir es dann auch abschließend finden werden. Und ja, das waren jetzt die Geschichten der Woche von Himmelhoch jauchzen, durchaus zu Tode betrübt, wenn man so möchte, aber in Gänze war die Reihe wirklich eine sehr schöne Reihe, eine sehr schöne Woche, so muss ich sagen, und hat mir lesetechnisch wirklich viel Spaß gemacht, insbesondere ja, das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, was ich einfach großartig fand, muss ich wirklich sagen. Also nicht überraschend begeistert, aber ja, schon toll, wenn man so ein Buch dann einfach liest und merkt, das kann eine Geschichte, das kann Literatur, das kann eine Autorin, ein Autor schaffen. Richtig, richtig toll. Ja, also sehr nachhaltig, sehr beeindruckt. Ja, dementsprechend war die Woche keine Zeit für Serie oder Filme. Ich denke jetzt mal in der Urlaubswoche wird es auf jeden Fall mal den einen oder anderen Film noch geben, über den ich dann auch berichten werde und werde jetzt hoffentlich so ein bisschen das schöne Wetter die Woche genießen. Bei uns ist es nicht ganz so schön gemeldet. Ich glaube, ab Dienstag, Mittwoch schlagen dann die Eisheiligen zu, die ja jetzt dann auch in dieser Woche sind. Aber ich hoffe, dann spätestens sollte endlich der Frühling, Sommer da sein und dann ist auch der Sommerurlaub nicht mehr weit.
Auch wenn es nicht ans Meer gehen wird, zumindest nicht an ein ausländisches Meer, hoffe ich, dass man das schöne Wetter dann einfach hier ein bisschen hat und einfach auch wandern kann und raus kann. Und ja, so langsam möchte man, glaube ich, mal was anderes sehen als die eigenen vier Wände. Aber dazu werde ich dann definitiv in der nächsten Bücherwoche erzählen, wie dann die Urlaubswoche war. Mal sehen, was da so passiert. So, das war es jetzt von mir. Ich bin sehr gespannt, was euer letztes Highlight war. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auch, was euer letzter Flop war. Gerne beides. Lasst uns darüber sprechen, ob ihr eins der Bücher schon kennt. Vielleicht auch, ob ihr selbst gerne Sachbücher liest. Können wir auch gerne ein bisschen quatschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Infos, alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch die drei anderen Mädels vom John Maas Fanclub. Guckt da gerne vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.